Willkommen, willkommen aus München. Wir haben hier auf der linken Seite Motorola Moto G4 liegen und auf der rechten Seite das G3. Das habe ich mir mal geschnappt, damit ihr ein bisschen die Unterschiede seht, denn es gibt beide auf dem Markt weiterhin zu kaufen, wobei der Preisunterschied jetzt natürlich ein bisschen größer sein wird, nachdem das G4 als neueres Modell sozusagen dann auch bald erhältlich ist. Was hat sich in einem Jahr ungefähr verändert? Einiges eigentlich bei Motorola, nicht nur die Größe von dem Gerät und auch die Dicke, sondern die Bildschirmauflösung. Der Akku ist natürlich größer geworden. Wir können doppelt so viele SIM-Karten jetzt verwenden und haben natürlich auch noch einen schnelleren Prozessor hier mit drin. Das G4 wird es auch in zwei Varianten geben, als G4 und als G4 Plus. Im Hintergrund könnt ihr das sehen. Das Plus-Modell, ich glaube, das hier müsste das sein, genau, hat einen Fingerabdruckleser noch dabei und eine bessere Kamera hin. Ansonsten sind sie baugleich beim Akku, beim Prozessor, bei allem anderen. Deswegen ist der Preisunterschied nicht allzu groß, aber ich würde jedem das Plus nah ans Herz legen, denn Fingerabdruckleser und bessere Kamera sind zwei Funktionen, die will man nicht mehr missen, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Gut, also schauen wir uns beide Handys mal kurz an. Wie ihr sehen könnt, ich habe im Hintergrund noch ein paar Farben hier liegen, denn man kann weiterhin die Rückseite auch austauschen. Aber als Grundfarben wird es weiterhin schwarz und weiß geben, wie auch vorher auch. Hier seht ihr das schwarz-rote G3, das weiß-weiße G4 Plus und auch das G4 gibt es in der gleichen Farbe, genauso wie das normale G4 und G4 Plus in schwarz dann zu kaufen gibt und im Moto Maker dann mit vielen, vielen Farben, von denen ihr wählen könnt. Gut, ich bleibe jetzt nicht bei dem Schwarzen, weil ich einfach Weiß ein bisschen schöner finde und wir legen jetzt einfach mal beide aufeinander, nebeneinander und schauen uns zuerst mal die Maße an, wo ihr sehen könnt, dass das G4 einfach ein bisschen flacher geworden ist, dadurch, dass wir zwar noch einen abgerundeten Top, also einen oberen Bereich haben, das kann man hier ganz schön sehen, durch die Kamera, die einfach hinten ein bisschen sonst rausstauen würde, aber im unteren Bereich ist das Gerät komplett flach gehalten, was es natürlich komplett dünner macht, nur 7,9 mm, Entschuldigung, in der Gesamtdicke hier, im Vergleich zu 11,6 mm. Also schon einiges an Unterschied. Auf der Rückseite könnt ihr auch ganz gut hier erkennen, dass die Kamera, wie gesagt, zwar weiterhin nicht raussteht oder nicht allzu sehr hier raussteht bei dem neuen G4, aber auch trotzdem noch den Dual-Blitz behalten hat. Also ihr habt einen Dual-Tone-Flash und in dem Fall sogar noch einen Lasersensor bei dem Plus-Modell. Bei dem Nicht-Plus-Modell, das könnt ihr hier sehen, habt ihr einfach nur die 13-Megapixel-Kamera und nicht 16-Megapixel dabei. Genau, ansonsten, wie gesagt, oben die Dicke habt ihr gesehen, seitlich auf der linken Seite weiterhin keine Stecker oder irgendwelche Knöpfe, alles auf der rechten Seite hier, wo wir wieder den angerauten Knopf haben zum An- und Ausmachen oder hier den Lautstärkeregler, der auch weiterhin schön groß gehalten ist, wobei alles weiterhin aus Plastik ist, wir haben keine Metallteile hier in dem G4 oder G4 Plus. Wenn wir beiden die Rückseite abmachen, werden wir sehen, dass sie ein bisschen leichter jetzt abgeht bei dem G4, aber zum Beispiel, dass wir hier noch nur eine SIM-Karte hatten und eine Micro-SD zum Einlegen, wobei hier dann entsprechend die Dual-SIM-Version mittlerweile Standard geworden ist. So. Beide haben einen nicht austauschbaren Akku, 3000 mAh gegen 2470 mAh, also ungefähr 20%, ein bisschen weniger als 20% mehr Laufzeit, aber dafür haben wir auch einen größeren Bildschirm, 5,5 Zoll statt 5 Zoll und Full HD statt nur HD. Also wie gesagt, Dual-SIM, Micro-SD, Single-SIM, SD und ansonsten ja, ein Gehäuse, das jetzt nicht mehr komplett wasserfest ist, das ist nur noch spritzwassergeschützt, heißt, ihr könnt entsprechend hier dann nur noch zum Beispiel in der Dusche das neben dem in der Dusche liegen lassen und wenn mal ein bisschen Wasser drauf kommt oder im Regen müsst ihr das nicht verstecken, aber ansonsten solltet ihr damit nicht baden gehen, so wie das mit dem G3 sozusagen noch möglich war. Ich nenne es jetzt mal G3, auch wenn es eigentlich offiziell nicht G3 heißen sollte. Und was ich euch dann natürlich jetzt noch demonstriere, ist bei beiden die Kamera, denn bei dem Plus ist die Kamera jetzt mit 16 Megapixel zwar ein bisschen besser, aber das ist, glaube ich, eh die Version, die sich hoffentlich besser verkauft, denn sie ist einfach besser. Und ihr könnt schon sehen, der Weitwinkel, ich weiß gar nicht, ob ich hier rangezoomt bin, ich hoffe mal nicht, nein, bin ich nicht. Der Weitwinkel scheint sogar ein bisschen besser zu sein bei dem normalen G, würde ich jetzt fast schon sagen, kann aber auch daran liegen, dass die Auflösung, dass die Größe vom Bildschirm einfach anders ist, aber ansonsten könnt ihr bei beiden wunderschön erkennen, dass hier vor allem links die Schärfe im Hintergrund einfach unscharfer ist und vorne scharf ist. Das ist so eine Tiefenschärfe, die wünsche ich mir so mal gerne. Und ansonsten haben wir vor allem noch den Professional Mode hier jetzt bei dem G4 mit dabei, der auch noch ein bisschen Spaß macht, um ein paar Dinge anzupassen. Bisher hatten wir ja nur hier diese einfachen Basic Settings von Motorola, wo wir ein paar Einstellungen vornehmen konnten. Aber ansonsten war die Kamera nicht so top-notch, also nicht so genial, wie sie einfach jetzt ist.
Drehen wir mal beide Kameras um. Beide müssten 5 Megapixel vorne haben mit einer Blende von 2,2. Und hier könnt ihr es schon sehen, der Weitwinkel ist viel besser geworden. Man kann mich viel besser sehen, man kann meine Kamera viel besser sehen. Aber die Schärfe ist ähnlich gut. Und auch hier habt ihr den Pro-Modus, wie ihr sehen könnt. Also man kann hier viele Einstellungen machen. Ansonsten geschwindigkeitsmäßig natürlich Prozessor. Zum Beispiel hier gibt es noch die 1 GB RAM-Version. Ansonsten haben beide 2 GB RAM sozusagen hier. Und Android-mäßig wird es natürlich auch hier das Update geben. Hoffentlich, was es hier schon gibt mit Android 6.0. Und natürlich kommt auch bald Android N. Aber ansonsten haben wir hier natürlich die Möglichkeit, bei Spielen etwas mehr rauszuholen. Denn hier ist einfach ein schnellerer GPU noch drin. Nicht nur CPU mit 8 Kernen und 1,5 GHz, sondern auch ein 550 MHz schneller Adreno 405. Und hier ist nur der Adreno 308, glaube ich, drin. Und ein Snapdragon 410, also etwas älter und sozusagen langsamer, aber für alltägliche Aufgaben dürfte es keinen Unterschied machen. Wie gesagt, Fingerprint Reader war noch anders und was hier so ausschaut, als ob es Dual Speaker wäre, ist es nicht. Das wurde nur so designt. Bei Moto E ist es Dual Speaker. Hier haben wir einfach nur einen Lautsprecher für Multimedia und einen Lautsprecher für Telefonate, was hier beides in einem untergebracht wurde, um auch einfach ein bisschen mehr Platz zu machen hier für den Fingerprint Reader entsprechend in der Plus-Version und in der Nicht-Plus-Version, die wie gesagt auch hier auf dem Tisch liegt, könnt ihr entsprechend sehen, dass das dann entsprechend genauso ausschaut. Genau, und das war es hier entsprechend auch schon ganz kurz vom ersten Kurztest. Ich kann nochmal hier bei dem normalen Modell die Kamera vergleichen, also bei dem Nicht-Plus. Das seht ihr hier wie gesagt am Home-Knopf und ihr seht hier auch entsprechend, dass die Kamera ähnlich gut ist, aber trotz fast schon von der Farbsättigung her links verbessert ist, aber das können wir hier, wie gesagt, im Pro-Modus ganz einfach anpassen mit einem Weißabgleich hier zum Beispiel, um das einfach hier schöner aussehen zu lassen oder auch vielleicht nicht mehr ganz so schön, aber genau. Beide wunderschöne Handys, aber mit einem unterschiedlichen Preispunkt, aber beide noch erhältlich. Entsprechend vielen Dank, zuschaut habt. Mein Name ist Balaschka, das war ein ganz kurzer Vergleich zwischen dem G4 und dem G3 von Motorola in der Moto-Serie.